Wir sind gerade wieder mal auf dem Weg zum Baumarkt. Wir brauchen noch die Hölzer, die wir letztes Mal nicht kriegen konnten für unseren Bus, fürs Bettchen. Und mal schauen, was wir sonst noch so sehen, was wir gebrauchen können. Sind wir also gerade auf dem Weg. Genau. Was möchtest du? Keine Ahnung. Uli möchte vielleicht ein Tic-Tac. Oh, Tic-Tac. Kannst du rausholen? Mama hilft. So, Freunde, wieder mal ein Versuch, heute unsere Kanthölzer zu kriegen. Letztes Mal habt ihr ja gesehen in dem letzten Video vom Baumarkt, dass die Kanthölzer da zwar von der Größe her da waren, aber die Säge war kaputt. Und wenn man da so ein 2,70 Meter Kantholz auf 30, 31 cm Stücken schneiden will mit der Hand, ist etwas doll. Deshalb versuchen wir heute mal im Bauzentrum Schloten, einem Profi-Baumarkt, wie man sieht, steht zumindest draußen dran, zu gucken, ob wir unsere Kanthölzer 9x9x31 jetzt hier bekommen. Und Julie wieder ein bisschen Spaß hat hier im Baumarkt und Jamie auch. Und mal gucken, wir nehmen euch mit rein und dann schauen wir mal. Ja, bis gleich. So, schon wieder draußen. Ein paar Sekunden, nur leider ist das ein richtiger Profi-Baumarkt für den Einkauf für Handwerker. Die schneiden also keine Hölzer zu, wie wir sie brauchen. Aber ein paar Meter weiter ist ein Holzhandel, da meinte der gute Herr, da könnt ihr sowas finden. Also auf zum Holzhandel. Na, wo ist der Markt jetzt, wovon er geredet hat? Oh ja, Holz. Genau, Holzhandel. Holzland, das klingt doch schon mal ganz gut. Klingt schon mal ganz gut. Wenn es im Holzhandel kein Holz gibt, dann ist es arm bestellt um Deutschland. Bis gleich. Was geht, Julie, da? Guck mal, cooler Baum hier. Blümchen und Vögelchen. Ja, ist voll das süße Alter von Julie. Zu klein für Coco. Platze da. Weißt du? So, hat funktioniert. Wir haben das jetzt alles in Auftrag gegeben und jetzt werden die Bretter zugeschnitten. Hier ist ein kleiner Playground. Da können die Kinder kurz spielen. Ist voll genial, weil jetzt schon hinten gerade drin alles wieder zerlegt, die Kleine. Ich habe so einen Stern aus der Wand gerissen. Snow! Playground! Da, 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 da. Kleines Haus. Das ist ja cool, da haben wir so noch einen kleinen Spielplatz. Kuckuck, ich sehe dich auch. Schön, wir können hier rumrennen. Und da hinten irgendwo werden gerade unsere Hölzer kurz geschnitten. Und haben auch gerade tolles Wetter erwischt. Es ist nicht so ganz kalt. Kann man so schön arbeiten. Swinging!
fertig! Juhu. Da ist das Ding! Yeah! Ich habe auch ein paar Bilder vom Sägen gemacht, ein Bild, dass man zumindest mal sieht, wo es geschnitten wird. Und dann haben wir jetzt die Hölzer. So, hallo. Das sind die Hölzer. Genau, jetzt haben wir es geschafft. Unsere Kanthölzer sogar Kessel imprägniert. Die halten alles aus, für den Bus zu haben. Haben sie uns zurechtgesägt. Da haben wir, glaube ich, jetzt richtig gutes Holz. Ja. Und können da sanft drin schlafen, dann, wenn wir es fertig haben, das Bettchen. Werden wir jetzt die nächsten Tage reinbauen. Ist schon wieder fast dunkel. Die Tage sind echt kurz. Das muss ich immer echt beeilen. Nehmen wir euch aber immer mit, dass ihr immer den Fortschritt seht. Genau. Das wäre sozusagen die Auflage für unsere Bettchen. Und dann geht es ringsherum weiter. Ja, guten Morgen, Freunde. Heute wieder aus dem Bus ein paar Bilder. Ich hatte ja gesagt, wir hatten so ein paar Hölzer gekauft und so ein paar Schuhe. Wie ihr sehen könnt hier unten, die habe ich jetzt schon mal verbaut. Soweit. Hinten auch jeweils zwei und in der Mitte nochmal zwei. Als Auflagen für den Lattenrost. Damit wir dann halt da auch schön schlafen können. Auch diesmal die Seite so gewählt, dass wir hier das auch hochstellen können. Weil wir hatten so ab und zu mal so abschüssige Positionen. Da konnte man nur andersrum liegen, weil sonst hätte man kopfüber immer gelegen. Aber so macht das schon viel mehr Sinn. Ist also fest, habe nochmal so ein bisschen einen kleinen Puffer dazwischen gemacht, zwischen dem Lattenrost und der Auflage aus Holz, dass es auch nicht ganz Holz auf Holz oder Holz auf Metall so hoppelt, wenn mal was ist. Und jetzt würde ich halt noch so ein bisschen die Verschraubung vornehmen, dass dieser Rahmen auch bei einer Bremsung oder bei irgendwelchen Dingen nicht sich selbstständig macht, dass wir da auch sicher unterwegs sind. Dann haben wir an der Seite hier den Platz, da kommen noch ein paar Hölzer hin, aber ich habe hier pro forma schon mal unsere kleinen, hier wie ihr sehen könnt, diese kleinen Kästchen, die kommen hier dann so daneben als Absicherung nochmal, dass auch Auflagen dann nicht nach rechts oder links hier vorne weg können. Hinten sind sie ja durch die jeweiligen Hölzer dann abgesichert, dass die Matratzen, so ist das richtige Wort, dass die Matratzen sich hier vorne nicht auseinanderdrücken. Sonst haben wir in der Mitte ja dann irgendwann die klassische Bettritze, die wir nicht haben wollen, wo dann immer was drin liegt. Ne? Dann haben wir also auch noch ein paar Verstaumöglichkeiten. Wie gesagt, diese Dinge hatten wir euch ja gezeigt, wo wir im Baumarkt waren, dass wir die gekauft haben. Die kommen rechts und links vom Bettchen dann hin. Da kann man mal, sei es ein bisschen was von den Kindern zum Schreien oder Julies Nunu halt reinpacken, dann wissen wir, wo sie sind. Dann ist da was immer möglich. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit, da haben wir gerade ausgemessen, noch so ein paar Organizer halt dran zu hängen. Hat man bis jetzt auch noch nicht, so dass man entweder mit Spanngurten oder so als Tasche so ein paar Dinge, die man so tagtäglich schnell mal braucht, gut unterbringen kann. Auf der Seite hier drüben sollte man noch einen Spiegel oben hin, sodass man, wenn man morgens aus dem Bus springt, auch nochmal einen Check-up machen kann. Aber jetzt der wichtigste Punkt. Meine Abdichtung. Es hat jetzt zwei Tage hier geregnet und der Bus ist trocken. Ringsrum keine feuchte Stelle. So hat also zumindest erstmal die erste Aktion Abdichtung funktioniert. Wir haben viele liebe Kommentare bekommen, auch was die spätere Abdichtung angeht, weil es sicherlich keine Situation für immer ist. Da oben ist ja wie so eine Gummimuffe halt als Abdichtung, die ist schon echt porös. Da ist jetzt dieses Material zwischen, dieser Dämmstoff, den ich da, oder diese Dichtungsmasse, die ich da gekauft habe, plus Panzerband. Das mag jetzt eine Saison auch nochmal halten, aber sicherlich nicht forever. Also wenn wir dann zurückkommen, macht es nochmal Sinn, nochmal genauer drauf zu schauen, eventuell diese Gummimuffe auszutauschen oder mal ein neues Hubfenster dann halt zu verbauen. Das müssen wir dann mal schauen. Überhaupt mal den Bussi nochmal komplett durchexerzieren. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja Interesse. Ich zeige euch mal. So, da bin ich wieder. Also, das Gefährt war ja früher mal ein Bus und Krankentransporter. Dementsprechend gibt es hier, wie ihr sehen könnt, so ein, so
so eine Ladehilfe für den Rollstuhl. Die ist da noch komplett drunter verbaut, riesig schwer und groß. Belastet sicherlich das Gewicht vom Fahrzeug und wir brauchen es nicht wirklich. Falls jemand Interesse hat, das Ding sich abzubauen und mitzunehmen, der sollte uns einfach mal schreiben und wenn wir wieder da sind, kann man sicherlich da mal einen Werkstatttermin machen und derjenige baut sich das Ding da unten ab. Müsste halt nur so sein, dass es dann auch von der Verkabelung her nicht irgendwo blind ist, dass wir einen Kurzschluss oder irgendwo einen Kriechstrom haben. Das müsste dann schon relativ gut entfernt werden. Aber wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, wenn jemand Interesse hat, einfach mal melden. Einfach in die Kommentare schreiben oder per E-Mail oder dergleichen mehr. Ja, ich baue hier noch ein bisschen weiter. Ich werde noch ein bisschen was verschrauben. Dann seht ihr die nächsten Tage mehr. Das Video werden wir erstmal rausstellen. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, bis später. Ciao.